Moin Moin und Ahoi aus dem hohen Norden. Hier ist der Christoph für Native Watercraft Europe. In der letzten Woche ist endlich das brandneue Slayer 10 Max hier bei uns in Europa gelandet und ich freue mich, euch heute mit auf das allererste Walkthrough nehmen zu können. Lass uns zusammen einen Blick auf die coolen Features des Kajaks und auf die Serienausstattung werfen, aber vor allem lasst uns das Ding auch zusammen aufs Wasser schmeißen. Also, kommt mal mit! Die Front Hatch beim 10er Max ist im Prinzip genauso aufgebaut wie beim großen Bruder, dem 12.5er. Wir haben wieder einen kleinen Bucket und das beliebte Batteriefach mit einer Kabeldurchführung zur Unterseite des Bootes, so dass ihr euren Geber fest verbauen könnt. Neu sind die beiden Kabelführungen, die in die Hülle selbst eingelassen sind, so dass ihr eure Kabel aus dem Batteriefach easy ins Innere des Bootes verlegen könnt. Neu bei allen 2021er Modellen sind die Loop-Pull-Fingersliders. Damit lassen sich Stauluke und Antrieb erheblich leichter arretieren und wieder lösen. Und die Dinger sind ein echter Gamechanger für eure kalten Finger. Ihr habt danach gefragt und natürlich hat Native es umgesetzt. Beim neuen 10er Max habt ihr die Electronics Panel, bekannt aus dem 12.5er, auf beiden Seiten des Cockpits. Die Dinger sind absolut hilfreich, wenn ihr euch euren Echolot-Bildschirm seitlich auf dem Schienensystem montieren wollt oder ihr legt euch Strom- oder USB-Anschlüsse aufs Panel. Hier sind der Fantasie wirklich keine Grenzen gesetzt. Direkt neben dem Electronics Panel findet ihr natürlich auf beiden Seiten wieder die seitlichen Einschiebe für eure Medium-Sized Tackleboxen. Der Sitz beim 10er Max ist nicht wie beim 12.5er oder bei der Titan-Serie auf einer Seatbase montiert, sondern hier eben direkt auf dem Schienensystem. Kommt dafür aber mit einem echten Highlight daher, der integrierten Tackle-Schublade. Ihr könnt euch die Vorteile ausmalen. Ihr habt Platz für eine Top-Auswahl eurer Köder und für ein paar kleine Tackleboxen, die hier sicher verstaut sind und zusätzlich auch noch mit einem Bungee gesichert werden können. Außerdem hat die Tackle-Schublade zwei Wasserabläufe, sodass sich Wasser hier gar nicht erst ansammeln kann. Natürlich sind beim neuen 10er Max auch wieder die horizontalen Routenablagen mit von der Partie. Hier könnt ihr eure Routenspitze vorne einführen, die dadurch auch noch sicher geschützt ist, und das Handteil hinten auf der dafür vorgesehenen Ablage arretieren. Ein echter Gewinn für alle Kajakangler, die viel auf kleinen Flüssen, Grachten oder Kanälen unterwegs sind und viel mit Brücken zu tun haben. Denn hier ist die Route eng anliegend auf der Bordwand und ragt nicht, so wie hier die andere, in die Höhe. Direkt hinter dem Sitz findet ihr wie gewohnt eine große ebene Staufläche mit Bungee-System. Hier habt ihr genug Platz für eure großen Kajak-Crates inklusive Routenhalter und Co. oder für eure Angeltasche mit all eurem Tackle. Leicht erhöht hinter dieser ebenen Staufläche findet ihr nochmal eine kleine wasserdichte Stauluke mit einem integrierten Eimer für Kleinteile, an die ihr während der Fahrt nicht ran müsst. Natürlich habt ihr auch wieder die Möglichkeit, euer zweiteiliges Paddel an Deck zu verstauen. Die beiden dafür vorgesehenen Paddelhalter sind so angebracht, dass kein Platz an Deck verloren geht und dass die beiden Blätter nach hinten rausragen. Mit einem optisch coolen Paddel kann das nicht nur Sinn machen, sondern auch zu einem echten optischen Highlight werden. Ich muss wirklich sagen, die erste Ausfahrt mit dem Slayer 10 Max hat mich wirklich umgehauen. Neben den vielen gerade besprochenen Features sind auch die Spurtreue und die Stabilität echt bemerkenswert. Und auch das Handling ist eine wahre Freude, denn mit nur 33 Kilo Transportgewicht ist dieses Kajak vergleichsweise leicht. Ich hoffe, mit diesem Film könnt ihr euch ein Bild vom neuen Slayer machen und sehen, ob dieses Kajak zu euch und euren Bedürfnissen passt.
Besucht uns gern auf Instagram und Facebook und lasst uns natürlich gerne ein Like da. Wir sehen uns auf dem Wasser. Bis dann!